mal, wie schön meiner fliegt. Jetzt bin ich dran. Ein Flieger ohne Tragfläche, der kann sich in der Luft nicht halten. Der stürzt ab. Opa, schau mal! Richtig! Breite Flügel braucht ein Flieger! Wart mal, es kommt noch einer! Jetzt fängt er fest. Mit Fridolin eine Reise im Ballon. Willst du mit? Hörst du mir zu? Kommst du mit in den Ballon? Ja. Ich nehme nur noch etwas mit. Wo geht's denn hin? Wir reisen durch die Luft. Darf ich mit auf die Reise? Ja, Opa, komm schnell. Gleich geht's los. Ja, zieht euch warm an. Da oben ist es kälter als hier. Wieso denn kälter? Wir kommen doch näher zur Sonne. Ja, die Barometer, die machen doch nichts aus. Das ist wie auf einem hohen Berg. Dort wird die Luft dünner und deshalb wird es kälter. Alle da? Jetzt geht's los. Wir steigen auf. Schau mal, die Autos dort. Wie winzig die jetzt aussehen. Merkwürdig. Die Erde sieht von hier oben richtig rund aus. Der Planet Erde ist ja auch rund. Opa, was machst denn du da? Die Luft da drinnen muss weiter erhitzt werden, damit der Ballon uns hochtragen kann. Warme Luft steigt auf. Ja, wir steigen noch immer. Ja, die warme Luft im Ballon, die trägt uns hoch. Ich habe mir ein Rätsel für euch ausgedacht. Ratet mal, was ich meine. Du siehst mich nicht, doch brauchst du mich vom ersten bis zum letzten Tag. Töne und Düfte ich zu dir trage, für Pflanzen, Tiere und für dich gibt's kein Leben ohne mich. Töne, kein Leben? Na, wie ist das? Mund zu! Luft! Na klar, was ist das? Luft! Ja! Komm mal her, ich habe eine Idee. Opa, magst du auch mal raten? Ja. Dann mach bitte die Augen zu.
Dreh dich bitte lieber um. Rat mal, was wir jetzt machen. Du kannst es hören. Ja. Wir haben die Luft im Ballon eingeschlossen. Und jetzt lassen wir sie wieder langsam heraus. Einzigen Planeten, auf dem es Leben gibt. Das ist unsere Erde. Ich lebe gern auf der Erde. Auf dem Mond kannst du ja gar nicht wohnen. Da gibt es ja gar keine Luft zum Leben. Komm. Ja. Fridolin, dieses Haus da unten, das ist doch ulkig. Schau mal, wie klein das ist. Und guck mal, der Wald da, der sieht doch schön aus, nicht? Der könnte ohne die Luft auch nicht wachsen. Und schau mal, die Kühe dort unten auf der Weide und der Hase dort unten auf dem Feld. Die könnten ohne Luft auch nicht leben. Hörst du auch die Glocken, Fridolin? Die Töne trägt die Luft auch zu uns. Siehst du, ohne die Luft geht nichts. Ja, Autos, Schornstein und vieles mehr verschmutzen die Luft. Und das nicht nur hier. Die Luft wird nicht nur da verschmutzt, wo die Schadstoffe entstehen. Der Wind trägt sie überall hin. Opa. Nö, ich möchte viel lieber zu dem Wald da fahren. Der gefällt mir besser. Können wir das? Das können wir nicht. Weder noch. Wir müssen dahin fahren, wohin der Wind unseren Ballon treibt. Hier. Schade. In den Wolken können wir doch gar nichts mehr sehen. Du kannst die Wolken von hier aus auch sehr gut anschauen. Guck mal, Opa, die Wolken da sind aus wie ein Sahnehäubchen. Das sind Cumuluswolken. Man nennt sie aber auch Haufenwolken, deine weißen Sahnehäubchen. Da hinten sehe ich aber graue Wolken. Das sind vielleicht Regenwolken. Vielleicht wird es später noch regnen.
Die Luftströmung vom Meer könnte uns Regen bringen. Besser, wir landen bald. Wir müssen runter, weil gleich der Regen kommt, Fridolin. Tap, tap, tap. Und tap, jetzt kommt tap, ein tap, Sturm. Tap, 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 tap. Und gleich wird es ein Orkan. Aufsteigen. Dann basteln wir ihm einen Fallschirm. Opa, kannst du uns dein Tuch geben? Ich möchte auch mal Fallschirm springen, wenn ich groß bin. Genau wie jetzt Fridolin. Bastelst du mir dann auch einen Fallschirm? Aber dann brauchst du einen viel größeren Fallschirm als Fridolin. Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Fallschirm springen. Dann können wir ja zusammenspringen. Oh ja. Gleich sind wir da. Ja, es bremst die Luft den Fallschirm ab, damit Fridolin weit landen kann. Gelandet. Ja, da sind wir gerade noch rechtzeitig angekommen. Vanillesoße. Hab ich einen Hunger. Sophie, mach schnell, sonst gibt es Ärger. Du meinst, wo sonst herrscht die Luft? Ja.